Liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitglieder und Angehörige der Universität Rostock. Heute am 1. April grüße ich Sie in der Hoffnung, dass Sie wohlauf und gesund sind und möchte vielleicht gleich darauf hinweisen, dass in diesen Zeiten, auch den Zeiten von vielen Fake News, es eigentlich keine guten Gründe gibt, Aprilscherze zu machen. Im Gegenteil, die Situation ist nach wie vor ernst. Wir haben jetzt eine Verdopplungszeit von 5,9 Tagen, inzwischen in Mecklenburg-Vorpommern über 400 Erkrankte und zwei weitere Todesfälle sind meines Wissens hinzugekommen. Es ist kein Grund, in irgendeiner Weise leichtsinnig zu werden, aber es ist auch kein Grund, sich entmutigen zu lassen. Wer sich unter dem exponentiellen Wachstum wenig vorstellen kann, der sei erinnert an die Geschichte des indischen Königs Sher Khan, der dem Erfinder des Schachspiels danken wollte und ihm versprach, ihn jeden Wunsch zu erfüllen. Und etwas verwundert war, als dieser sagte, er hätte gerne ein Reiskorn auf dem ersten Feld des Schachbrettes und auf jedem weiteren Feld die Verdopplung der Summe. Letzten Endes schien das eine leichte Aufgabe und der König konnte nicht ahnen, dass insgesamt 18 Trillionen Reiskörner benötigt würden, um diesen Wunsch zu erfüllen, was er nicht leisten konnte. Also exponentielles Wachstum ist dramatisch, wenn es nicht in irgendeiner Weise gestoppt und gebremst werden kann. Ich möchte mich heute vor allen Dingen bei allen bedanken, die mit sehr viel Intensität und mit guter Motivation und hervorragenden Kenntnissen an der Vorbereitung der digitalen Lehre arbeiten, die wir dann am 20.04. beginnen wollen. Ich denke hier an meinen Prorektor, Herrn Käding und sein Team, an den Krisenstab, das Rektorat, insbesondere aber an die Kolleginnen und Kollegen in den Fakultäten. Herr Volle hat mit guter rechtlicher Begleitung dafür gesorgt, dass wir, glaube ich, eine sehr flexible Lösung haben, die auf der anderen Seite aber auch Vertrauensschutz und Rechtssicherheit gewährt. Diese werden wir heute im Senat einbringen und wir ermutigen Sie weiterhin, Fragen an uns zu stellen, Fragen, die wir sammeln und die wir dann auf den entsprechenden Links auch publizieren wollen, weil wir sind auch auf Ihre Fragen angewiesen, auf Ihre Sorgen, auf Ihre Vorschläge, um darauf gut und individuell reagieren zu können und diese zu verallgemeinern, um die sicher noch vor uns liegenden Probleme auch gemeinsam mit Ihnen zu lösen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten Tag und bleiben Sie gesund. Danke.